Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und dieses Jahr müssen die Weihnachtsmärkte leider ausfallen. Und ich habe mir sagen lassen, das trifft meinen Kollegen Carsten besonders hart. Deswegen werde ich ihm heute eine kleine Freude machen. Weihnachtsmärkte verbindet Carsten vor allem mit Glühwein. Und deswegen dachte ich mir, bastle ich ihm einen Punschomaten, damit er auch zu Hause stets den perfekten Glühwein genießen kann. Für unseren Punschomaten brauchen wir natürlich erstmal einen ausreichend großen Topf, einen herkömmlichen Tauchsieder, um das Ganze auf Temperatur zu bringen, einen kleinen Getriebemotor, der nachher alles durchrühren wird, damit es auch gleichmäßig warm wird, ein digitales Thermometer, damit wir auch die perfekte Trinktemperatur abpassen können. Und natürlich darf auch ein bisschen weihnachtlicher Kitsch nicht fehlen, deswegen gibt es noch so einen schicken Kranz dafür. Als erstes brauchen wir natürlich eine Befestigung, um unsere Technik mit dem Topf hier verbinden zu können. Dafür habe ich mir hier so ein Aluminium-U-Profil genommen, das entsprechend zweimal eingesägt und hier ein paar Löcher reingebohrt zur Befestigung. Und das kann ich jetzt hier so über den Rand von meinem Topf legen. Sprich, ich brauche auch an dem Topf weiter so gar nichts zu machen. Und falls ihr jetzt denkt, ich habe die Mitte nicht getroffen, das ist sogar extra so gedacht, dass hier vorne noch mehr Platz ist, damit man noch gut den Glühwein oder den Punsch abschöpfen kann. Der Antrieb für mein Rührwerk ist ja dieser kleine Getriebemotor aus der Modellbauabteilung. Hinten ganz normaler Elektromotor, vorne dran ein Untersetzungsgetriebe, was die Drehzahl schön herabsenkt. Wir brauchen ja das Ganze nur ganz langsam umzurühren, nur damit es gleichmäßig warm wird. Die Löcher in meiner Schiene habe ich hier passend zu dem kleinen Getriebemotor gebohrt, sodass diese Löcher für die Befestigung, also hier vorne, hier hinten und das für die Achse, genau passend sind und ich den Motor auf der Schiene befestigen kann. So, einmal ausrichten und dann noch mit der letzten Schraube einmal fixieren. Damit mein Motor jetzt auch den Glühwein umrühren kann, braucht es natürlich noch einen Propeller. Da habe ich mir in der Modellbauabteilung ein bisschen Aluminiumblech besorgt und eine Edelstahlwelle. Ich habe jetzt mit der Blechschere hier so einen kleinen Propeller ausgeschnitten. Sie sehen es einmal so, der dann den Glühwein einfach so langsam und gleichmäßig durchrühren kann, sodass er gleichmäßig warm wird und nicht nur an einer Stelle gekocht wird. Den verbinde ich jetzt einmal mit meinem Motor und dann funktioniert das Rührwerk auch schon. Als nächstes kommt jetzt der Tauchsieder zum Einsatz. Ich verwende ihn jetzt erstmal nur so, sprich einstecken ist gleich dauerhaft angeschaltet. Und wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr den Punschomaten mit so einem Bimetall-Temperaturschalter noch ein bisschen verbessern. Der würde dann den Tauchsieder automatisch ein- und ausschalten, sobald der Glühwein wahlweise zu kalt oder zu warm wird. Gibt es mit verschiedenen Temperaturbereichen und lässt sich einfach am Topf befestigen. Damit Carsten immer die Temperatur von seinem Glühwein im Blick hat, gibt es ja noch das digitale Thermometer. Batterie rein, Display an. Der Fühler ist wasserdicht, den können wir einfach in den Glühwein reinhängen. Und das Display müssen wir noch irgendwo unterbringen. Und ich glaube, das passt ziemlich perfekt hier in so einen Griff rein. Damit bei Carsten auch die passende Weihnachtsstimmung aufkommt, habe ich mir noch hier so einen kleinen Deko-Tannenbaum aus Draht besorgt. Und wie ihr seht, innen rein schon mal so eine Mini-LED-Lichterkette reingefummelt. Mein Getriebemotor hat nämlich passenderweise auf der Oberseite auch noch einen Wellenausgang. Und vielleicht ahnt ihr es schon, der Tannenbaum soll sich laufend mit dem Rührwerk mitdrehen. Um dann jetzt den Strom auf die Schleifringe zu bringen, habe ich mir aus einem alten Relay solche Kontakte gemopst. Das hier ist jetzt aus dem Relay selber und so sieht das Ganze dann ein bisschen zurechtgebogen aus. Braucht nicht schön sein, es muss nur sichergestellt sein, dass hier ein bisschen Federkraft noch drauf ist, wie man das jetzt hier gut sieht. Die biegen sich schön zurück und die kommen dann hier links und rechts auf das Röhrchen drauf und durch die Federkraft ist dann ausreichend Kontakt hergestellt, sodass der Tannenbaum leuchten kann, während er sich dreht. LED-Lichterketten dürfen ja ohnehin bei keinem guten Weihnachtsprojekt fehlen und deswegen habe ich jetzt noch so eine SMD-LED-Lichterkette und die wickele ich jetzt noch um meinen richtig kitschigen Adventskranz, in den mein Topf auch ganz gut reinpasst.
Das war jetzt hier mein Projekt zum Punschomaten. Ich trinke jetzt noch hier gerade meinen Punsch aus. Danach packe ich die Sachen ein und fahre damit Carsten überraschen. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Übrigens, auch ihr könnt jemandem ganz leicht eine Freude machen. Mit der Zustellhelden-Aktion von Konrad. In jedem Konrad-Paket liegt ab sofort so ein Türhänger samt Teilnahmecode bei. Den hängt ihr einfach nach draußen und eure Zusteller können sich auf konraddankzustellern.de registrieren und mit Hilfe des Teilnahmecodes tolle Technikpreise gewinnen und mit mehr Losen ihre Chancen erhöhen. Also, Türhänger nach draußen und eure Zustellhelden informieren.